Thomas Habitsch ist seit 50 Jahren eine Fixgröße der heimischen Musikszene, als Musiker, als Produzent und nimmt demnächst bei Starmania wieder Nachwuchstalente unter seine Fittiche. Seine eigenen musikalischen Anfänge sind eng mit Falco verbunden, den er als Bandleader bis zu dessen Tod begleitete. Stradivarius und Hallucination Company, also die beiden Talente-Schmieden der fast gesamten österreichischen Musikszene, da hat auch dein Weg begonnen und er ist eng verwoben mit Falco. Den du damals schon kennengelernt hast, noch als Hansi Hölzl und seinem ganzen musikalischen Weg, was dann ja bis zu seinem Tod Bandleader in der Band von Falco. Er hätte jetzt im Februar den 65. Geburtstag gehabt. Auch der Todestag wurde wieder begangen und du wirst immer interviewt. Jeder fragt dich immer. Alle 10 Jahre, alle 5 Jahre. Wo wäre er jetzt? Fragst du dich das selber manchmal? Wäre er in Pension gegangen? Nein, natürlich nicht. Also wer kann schon in Pension gehen, wenn er in der Musik arbeitet? Also das ist schwierig. Ich glaube, er wäre, also wenn jetzt von seinem eigenen künstlerischen Oeuvre abgesehen, er wäre ein idealer Juror in einer Castingshow gewesen, wenn mit seinem Mundwerk, mit seiner Eloquenz hätte er viele Leute über den Klingel springen lassen können. Ich habe einmal, da gab es eine Show, Die große Chance, da war der Sido in der Jury und er war mir dann böse nachher, weil ich irgendwann in einem Interview gesagt habe, mit Dieter Falk und dem Leben braucht man den Sido jetzt nicht da haben. Ja. War ein bisschen vielleicht. Aber ich meine, so viele harte Sprüche muss er einstecken. Es ist hat ja auch, jetzt, auch jetzt wieder die CAD, habe ich gelesen, auf Platz 1 eingestiegen, Sound of Music, irgendeine eine Compilation. Ja, die es da gibt. Und auch du bist mehrfach ausgezeichnet für das legendäre Donauinselfest und viele andere Produktionen, die es zusammen mit Falco gibt. Falco ist nicht der Einzige, der nicht mehr ist, wenn du Urgestein, jetzt auf all diejenigen blickst, die nicht mehr sind. Hansi Dolmetsch, Hansi Lang, dein großes Idol, Zabi Null, Falco. Wie geht's dir mit diesen Erinnerungen? Das sind gute Erinnerungen. Das ist nicht so, also die Zeit der Wehmut ist da schon lang vorbei. Man merkt sich Leute über ihr Werk und vor allem auch der Hansi Lang ist für mich an dem ich am meisten noch Bindung hatte. Übrigens fällt mir da ein, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir haben im Austro-Rock-Festival erstens gespielt, da warst du dort als junge Reporterin sozusagen. Ja. Und ich habe dich sehr bewundert, weil du musstest dich umziehen und es war kein Platz. Du hast bei uns in der Bandgarderobe hast dich umziehen. Beinhart und totalen Respekt. Nichts Scheißen durchbeißen. Ja, aber da haben sie, der ist mir da am nächsten und ich habe auch jetzt, das wirft mir meine Frau dann manchmal vor, dass ich mich da vielleicht zu viel damit beschäftige, aber ich habe mein Studio jetzt umgebaut und einen Sackel gefunden mit allen seinen Backup-CDRs und so, die mir seine Tochter nach seinem Tod gegeben hat und da habe ich alte Demos gefunden, die nicht veröffentlicht wurden, die ein Album, ein komplettes sind und ich habe vor, dass das in einem Jahr ein Langzeitprojekt einfach rauszubringen und ein bisschen zu bearbeiten. Ja. Und das habe ich ja mit Falco auch gemacht. Und natürlich, wenn man sich dauernd musikalisch mit seinen früheren Weggefährten beschäftigt, ist dann Starmania ein guter Kontrast. Ja. Ja. Und auch arbeiten mit anderen Leuten oder Leute zu kennen, wie den Marco von Wanda oder den Maurice von Bilderbuchen, mit denen auch irgendwie Kontakt zu haben, ist nicht unwichtig. Ja, also, dass man mit den Jungen den Weg zu gehen und gleichzeitig die Erinnerungen zu behalten.